Ja, ich erachte es als mutig, finde es aber eigentlich schade, dass wir darüber sprechen, dass das mutig ist, sollte einfach Normalität sein. Ich glaube, das ist schon der Fehler, dass man sagt, es bedarf Mut, das zu äußern. Ich versuche mich immer die Lage dann der Menschen zu versetzen, die vielleicht jahrelang das eben nicht sagen möchten, weil sie einen extremen Druck verspüren. Ich glaube, dass das kein ganz angenehmes Leben ist, sondern sehr bedrückend sein kann. Und ich glaube, wenn wir ja so durch die Welt marschieren, sehen wir doch, dass die Welt sehr bunt ist und dass es viele verschiedene Kulturen gibt und eben auch viele verschiedene Sexualitäten, und es ist auch gut so. Ich habe schon mal gesagt, unser Ball ist bunt. Der Champions League Ball ist es tatsächlich jetzt auch wieder sehr, sehr bunt, und ich glaube, das tut der Gesellschaft gut, und das ist ja auch der Reiz. Wenn es hier durch Paris geht, trifft man auch extrem viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationen mit verschiedenen kulturellen Kreisen, und die können alle gut und glücklich zusammenleben. Und ich glaube, es ist für einen Spieler oder Spielerin, egal, oder für Menschen auch außerhalb des Sports, eine extreme Belastung, mit diesem Druck umgehen zu müssen, sich eben nicht outen zu dürfen, irgendwie immer ein Versteckspiel zu haben. Und eben, das ist eine mutige Entscheidung, aber ich finde, wir sollten da nicht über Mut sprechen, sondern eigentlich soll das Normalität werden, weil es einfach was Normales ist. Und ich freue mich für ihn, dass er das gemacht hat, weil ich glaube, dass er jetzt ein deutlich angenehmeres Leben führen kann, hoffe ich für ihn, als es vorher der Fall war.